und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Tag 4, jetzt hier in... Oberhalb von Lugano, oder? Genau, Lugano. Ich verwechsel Lugano, kann ich mir nicht merken. Auf jeden Fall starten wir heute im Bus, weil wir machen uns noch Mittagessen. Nach der Tour geht es dann nämlich nach Hause, aber eben erst noch richtig schön auf Tour. Genau, und dass wir auch gestärkt in die Tour fahren, was sind dann doch heute wieder 1000x Höhenmeter. Sollten wir was essen. Deswegen haben wir spontan entschieden, das zu kochen. So schaut's aus. Der Bus will ja schließlich auch genutzt werden. Und ja, dann warten wir mal, bis unsere Nüdelchen fertig werden. So, da ist es, das Essen. Und teste. Oh, Knoblauch. Und Salami. Sehr lecker. Nicht, dass ihr Angst habt, es wird zur Kochshow. Wir sind schon wieder unterwegs am Radl und die Aussicht hier ist schon mal gut. Und das da ist jetzt auch wirklich Lugano. Das ist echt Wahnsinn, wie geil sich die Straße hier hochschlängelt. Man weiß kaum, wo man hinschauen soll. Über den ganzen See drüber. Oh, jetzt ist das Radl weg. Na super. Ich liebe zu Fuß gehen. Das kann nicht wahr sein. Hey! Während sich unser eins bemüht, gute Videos zu machen, wird man nur torpediert. Schreibt mal in die Kommentare, dass es nicht nett ist. Einen kleinen Aussichtsschwenk gibt es jetzt trotzdem noch, bevor ich hinter meinem Radl herlaufen muss. Oh Mann! Nein, nicht witzig! Hey! Hier sieht die Aussicht jetzt sogar fast noch besser aus, weil jetzt sieht man auch über diese Brücke drüber. Über die sind wir am ersten Tag ja schon zurückgefahren. Schon mega. Naja, wer hier wohnt, hat auf jeden Fall gute Aussicht. Aber wenn er jedes Mal zum See radelt, macht er auch ein paar Meter. Mega, ihr seht, die Aussicht ist echt die ganze Zeit so. Also nicht immer gleich gut, aber man sieht immer wieder drüber. So geil. Bei ihm liegen übrigens die Nüdelchen im Magen. Ich habe nicht so viele gegessen. Was ist denn da jetzt los mit dir? Geht schon wieder weiter. Mittendrin in Breha ist hier. Uiuiui. Da übt jemand. Rechts, gell, rechts. Rechts? Ja. Mal an, das da vor uns, das Glattkopfige, wird unser Gipfel werden. Hey, nicht frech werden hier. Nicht du. Ach so. Herr Berg. Was für ein Ausblick. Ich bin so gespannt von oben dann. Ist es heute etwa auch für dich steil? Ist aber nicht schön im Video. Nicht schön, gell? Die anderen hängen auch schon runter. Dummerweise allerdings mit Stacheln. Passend zur Ostergeschichte. Ja, ich werde gegeißelt auf dieser Tour. Tut dir schon passen. Nachdem du mir mein Radl mopsen wolltest. Dann ging es ein paar Meter runter, aber auch wirklich nur ein paar, bevor es dann wiederum umso steiler raufging. Jetzt sind es noch so circa 150 Höhenmeter, vielleicht 200. Der Weg ist super easy. Den fahren wir dann auch wieder runter. Aber die Aussicht. Wow. Schaut euch das mal an. Das ist ja wirklich unglaublich, oder? Mega, mega schön. Den Gipfel sehen wir allerdings noch nicht. Wow, schaut mal, was für eine Aussicht jetzt auch wieder in die andere Richtung. Es wird besser und besser. Da sehen wir es jetzt auch wieder, das Kreuz da vorne. Da müssen wir noch hin. Noch besser. Aber jetzt wird es nicht mehr viel besser, glaube ich. Sind wir dann bald da. Das ist echt immer gar nicht so leicht einzuschätzen. Wenn man nicht stehen bleibt und die tolle Aussicht filmt, dann kann man sich sicher sein, dass es nicht mehr besser wird und man plötzlich keine Aussicht mehr hat. Bleibt man aber stehen, dann wird es immer noch besser und besser. Und hier hat er sich echt ein bisschen verausgabt, weil es war sausteil bergauf. Oben sind wir. Er ist ja irre, dass er jetzt noch gefahren ist. Da komme ich gerade so schiebend drüber.
Aussicht ist mega. Wow. Nachdem wir ja heute schon groß aufgekocht haben, gibt es jetzt nur noch was Süßes. Aber davon mehr als genug. Na, wobei, wer weiß. 3 Stück habe ich halt dabei. Schauen wir mal, ob es genug ist. Vom Gipfel muss natürlich auch noch ein Panoramafoto her. Das sind übrigens einfach die Fotos vom Handy, also wenn man die Panoramafunktion nimmt. Daher wackelt das aber auch nicht so. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und dann ging sie auch schon los. Die Abfahrt oben auf dem Kamm entlang ist natürlich wirklich einfach nur gigantisch gewesen, weil man hat links und rechts den See gesehen. Der ist ja ziemlich verzweigt, dieser Luganer See. Und von dem her war der Berg eben genau so gelegen, dass man auf beiden Seiten See gesehen hat. Und ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Ich wüsste keinen vergleichbaren Gipfel, um ehrlich zu sein. Und am Gardasee zum Beispiel ist es natürlich mega cool. Ich liebe die Region. Aber so viel Seeblick wie da in der Lugano-Region hat man eigentlich ehrlich betrachtet nicht. Denn dort in Lugano ist es fast so, egal wo man rauffährt, irgendeinen See sieht man immer. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schön. Ja, lasst uns kurz noch ein paar Worte zum Trail und natürlich der gesamten Tour verlieren. Und zwar waren das ca. 1200 Höhenmeter uphill und ja, ungefähr 30 Kilometer. Wir haben die Tour ein bisschen anders gestartet. Wir sind ja mit dem Auto zum Startpunkt gefahren. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Martin und Vicky sind von Lugano aus gestartet. Das bietet sich ja an, wenn man dort wohnt. Wir sind eben ein bisschen hoch, damit wir einen Parkplatz gefunden haben, weil das ja unser Abreisetag war. Der Trail ist oben eigentlich ziemlich einfach. So, ja, S2 würde ich sagen, aber im unteren Bereich, also S1 bis S2. Und dann kommen diese ganzen Kehren, die sind jetzt nicht gefährlich, allerdings bremsen die einen doch ganz schön stark. Und da muss man auch wirklich ein bisschen bedacht fahren, weil sonst wird man ein paar Mal absteigen, was natürlich auch nicht schlimm ist. Aber ja, also da muss man dann schon eben ganz gut fahren können, dass man die ganzen Kehren auch wirklich schafft. Dann dachte ich, es wird in Anführungszeichen langweilig werden, weil wir ja dann eigentlich so eine Art Schotterstraße hochgekommen sind. Da ist es aber so, dass sich der Trail gabelt und wir quasi dann so eine Runde bis Bre gemacht haben. Und der Trail, den wir runter dann nehmen durften, der war oben sau cool, ziemlich fordernd, aber eben noch super machbar. Nur je weiter man dann runtergekommen ist, desto schwerer wurde es auch tatsächlich. Martin hat mir schon erzählt, der hat ihn auch ein, zweimal in die Knie gezwungen. Und uns hat er ganze Stückchenweise in die Knie gezwungen. Das sind einfach so schräge Platten, ziemlich rutschig mit dem losen Erdzeug drauf. Und ja, im schlimmsten Fall könnte man da auch ordentlich abstürzen. Den Schiebeteil habe ich euch aber zum Großteil rausgeschnitten, also nicht wundern, dass ihr davon nicht so viel seht. Aber dadurch, dass die Kameras jetzt auf dem Rucksack und eben bei mir auf der Brust montiert sind, kriegt man davon gar keine guten Aufnahmen, weil sich dann einfach der Winkel verschiebt. Also ist gar nicht, dass wir euch nicht zeigen wollen, wie es tatsächlich abläuft, aber da müsste man wieder alles umstellen und das für die paar Meter schieben, hätte sich jetzt in meinen Augen einfach nicht gelohnt. Nur zur Info, also wer es nicht ganz so knackig mag, sollte dann in dem Bereich am besten einfach wieder runterfahren, wie er hochgekommen ist. Das wäre dann halt ein sehr leichter Trail, aber ab Bre kann man ja dann wieder den Trail von uns nehmen. Da war er dann nämlich richtig cool und aber trotzdem nicht so schwer. Also in Summe war es wirklich eine mega coole Tour. Aber jetzt lasst uns erstmal noch ein bisschen weiterfahren. Jetzt hätte ich es fast vergessen zu erwähnen, die Tour gibt es natürlich auch wieder in der Infobox. Also falls ihr die nachfahren wollt, den Komoot-Link habe ich euch in die Infobox reingepackt. Und nach kommen die Sachen eben natürlich auch auf unseren Blog unter www.freerideinc.at, ist aber auch in der Infobox natürlich verlinkt. Yeah!
das ist gut. Mega. Das ist echt super. Also ich dachte nämlich schon, boah, wenn der runter genauso wie rauf, dann ist es ja eine bessere Schotterstraße. Der untere Teil. Aber das ist richtig cool. Ja, das ist jetzt eben der Bereich, von dem ich vorher schon erzählt habe, wo es dann immer schwieriger wurde. Also am Anfang fand ich das echt mega gut und dann wurde es wirklich so knackig, dass man einfach teilweise absteigen und schieben musste. Aber in Summe würde ich wieder genau diesen Weg wählen, denn man hatte super Aussicht, der war fordernd, der hat Spaß gemacht und mir persönlich machen ein paar Meter Schieben nichts aus. Das ist jetzt nur geschätzt, aber nach spätestens 150, 200 Höhenmeter runterschieben war auch wirklich alles wieder super fahrbar. Und ja, hier, das war die allerletzte so ein bisschen tricky Stelle. Die fand ich aber auch schon wieder spitze. Das war nicht mehr gefährlich in meinen Augen und hat echt schon wieder richtig viel Spaß gemacht. Und danach ging es dann umso flowiger weiter. Ziemlich rasant und so ein bisschen durch den Wald, über die Wiese drüber. Also richtig schön, einfach nur spaßig. An diesem Punkt kreuzt dann die Abfahrt die Auffahrt, also wer sich den schweren Teil eben schenken will, der kann da auch einfach wieder gleich runterfahren, wie er raufgekommen ist und kann aber dann ab hier in den Trail einsteigen. Das ist natürlich auch sehr witzig. Wen das genauer interessiert, der kann sich eben den Komoot-Link anschauen. Da ist dann absolut klar ersichtlich, was ich meine. Das macht eben so eine Art Schlaufe und dann fährt man zwar nicht die Auffahrt weiter, aber hat sie so gekreuzt, dass man jetzt in den Trail einsteigen konnte. Und ja, das ist dann so ein bisschen eigentlich so ein gepflasterter Weg. Ich weiß nicht, wie das im Hochsommer ist. Jetzt hier an Ostern war gar nichts los. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Man konnte da super drüber fetzen. Natürlich, wenn super viel Wanderverkehr ist, dann sollte man sich solche Touren schenken, die einfach eng sind, wo man auch nicht aus kann. Aber für uns, wir haben eigentlich niemanden getroffen. Im Großen und Ganzen waren wir fast alleine unterwegs. Und so hat das einfach nur Laune gemacht. Das ist jetzt dann so ein richtig flowiger Trail, der geht eigentlich den Rücken entlang, zwar die ganze Zeit im Wald, so ein bisschen auf und nieder, aber mega cool, der hat richtig Laune gemacht, war eigentlich einfach zu fahren und war aber noch richtig schön lang, weil der auch nicht so super steil war, sondern sich einfach die ganze Zeit schön entlang geschlängelt hat.
Was ich in der Gegend in und um den Luganer See so witzig finde, sind diese super engen Gassen, eben fast noch enger, als ich sie sonst aus Südtirol kenne. Da passt man gefühlt wirklich gerade so mit dem breiten Lenker durch. Und da hinten waren jetzt ein paar Einheimische, die waren total erfreut und haben echt gemeint, bravi, bravi, also Spitze macht weiter so. Und das ist wirklich immer schön, wie offen die Bevölkerung dem Radfahren gegenüber ist. Du hast den Ostgrenzabschnitt erreicht. Folge. Sind wir wieder gut am Bus angekommen und jetzt? Ja, jetzt sind wir wieder am Berg. Der letzte Tag von Ostern wird jetzt nochmal zum Snowboarden genutzt. Matschbuckel reiten quasi. Ja, ja, und Ali ist auch mit dabei, inkognito. Genau. Ja, Wetter war bis gerade eigentlich noch mega, aber ich war zu faul, die Kamera rauszuholen. Jetzt nehmen wir euch noch eine Runde mit. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.